Was ist eigentlich eine Kläranlage? Hallo, ich bin's wieder, der Hansi. Und heute sind wir nicht in Graz, sondern etwas südlicher in Gössendorf. Im Hintergrund seht ihr, was wir uns heute anschauen werden. Nämlich unsere Kläranlage. Wenn du zum Beispiel unter der Dusche stehst, benutzt du sicher Shampoo oder Gel zum Duschen. Und das Wasser, was oben aus der Dusche herauskommt, das kann man trinken. Aber durch das Shampoo und das Gel kann man das Wasser, das unten in den Abfluss rinnt, nicht mehr trinken. Und dieses ganze Abwasser rennt dann weiter in den Kanal und gelangt über das Kanalsystem zur Kläranlage nach Gössendorf. Dort wird das Wasser dann in vielen kleinen Schritten gereinigt. In einem ersten Schritt werden Schotter und Steine gefiltert. Dann fließt das Abwasser durch die sogenannte Rechenanlage, die alle festen Bestandteile aus dem Wasser entfernt, wie ein Sieb. Der belüftete Sand- und Fettfang reinigt das Abwasser danach noch von feinen Sandteilen und gelösten Fetten. Danach fließt das Abwasser durch das Vorklärbecken. Hier fließt das Wasser ganz langsam, um die festen Bestandteile von den flüssigen zu trennen. Und zum Schluss erfolgt die biologische Reinigung des Abwassers durch Bakterien. Du kannst dir das so vorstellen, wie wenn deine Mama dir einen heißen Kakao zubereitet und zuckert und da eine Handvoll Bakterien hinzugibt. Wenn du dann mit dem Strohhalm 20 Minuten Luft reinblasen würdest, schmeckst du danach keinen Zucker mehr. Den haben nämlich die Bakterien abgebaut. So funktioniert es im Großen und Ganzen auch mit dem Abwasser. Die Bakterien bauen die im Wasser gelösten Schmutzstoffe ab. Im Nachklärbecken wird das Schlamm-Wasser-Gemisch schließlich getrennt und das saubere Wasser bleibt übrig. Am Ende, wenn das Wasser wieder so sauber ist wie zu Beginn, gelangt es über das Kleinkraftwerk in die Mur. Bis zum nächsten Mal, euer Hansi. Fragt den Hansi, eure holen in Graz.